Ja, mein Name ist Thomas Wiedermann, ich bin der erste Vorsitzende des Der Club an der Alsters. Ich selbst als auch der komplette Club steht hinter dem Projekt, weil wir dem Hockeysport eine größere Öffentlichkeit verschaffen wollen, weil wir möglichst viele aus der Öffentlichkeit für den Hockeysport begeistern wollen. Ja, mein Name ist Tito Aufmacker, ich bin der erste Vorsitzende vom Harvester Ruder Tennis Hockey Club. Und wir unterstützen selbstverständlich dieses Projekt, weil wir finden, dass dieser schöne Sport Hockey bisher noch nicht breit genug in den Medien vertreten ist und dieses ein außerordentliches Projekt ist, was es zu fördern gilt. Berichterstattung über Spiele, über Champions League, das gibt es zuhauf, gibt es in den Medien, aber so eine Dokumentation, die so ein Spiel mal analysiert, die die Spieler interviewt, die die Spieler vor allen Dingen auch in der Kabine begleitet und richtig die Emotionen aufnimmt, das gibt es so bisher noch nicht und das hat der Sport verdient. Der Hockeysport ist Top-Leistungssport. Seit Jahren sind wir in der Weltspitze und die Öffentlichkeit weiß zu wenig davon. Wenn nicht die Vereine, wer dann? Ganz klar ist, dass die Hockeyspieler dafür Sorge tragen müssen, dass der Hockeysport weiter in die Öffentlichkeit kommt. Wir haben dieses Jahr zwei Kurzfilme über den HTHC gedreht und haben gemerkt, wie gut das bei den Sponsoren und bei den Spielern und überhaupt im Club ankommt. Und wir werden natürlich dieses Projekt auch als unser Projekt vermarkten im Club und haben da auch schon mehrere Maßnahmen und werden das auch ganz groß mit Sponsoren und mit Mitgliedern im HTHC vorführen lassen. Und ich denke, dass das Vereinspaket dafür hervorragend ist und das Geld in so einer Doku, in so ein Filmprojekt super angelegt ist, um wirklich den Hockeysport in der Öffentlichkeit weiterzubringen.